Grundsätzlich ist diese Netzwerkthematik natürlich eine, die uns hilft, Flächenpotenziale zu identifizieren. Das geht mal als allererstes ist als allererstes interessant für uns natürlich, mit Partnern zusammenzukommen, die uns auch entsprechende Angebote machen. Dann schauen wir uns die an und mit einem Partner wie Hagedorn natürlich sind wir in der Lage, solche Sachen dann auch umzusetzen, das Know-how zusammenzubringen, planerisch solche Themen zu erfassen, das Ganze mit der Politik, mit Gutachtern und so weiter entsprechend voranzubringen. Das sind relativ viele Herausforderungen auf einmal, komplexe Themen, die da gelöst werden müssen. Die Planungshorizonte werden insofern länger. Also wir kennen das alle, dass wir in der Vergangenheit auf einer grünen Wiese in 6 Monaten so ein Projekt, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, machen konnten. Allerdings ist es heute eigentlich fast nicht mehr möglich. Wenn man dann Partner hat, die Know-how mitbringen natürlich und die finden wir auf dieser Plattform, die auch Kapital mitbringen, um solche Flächen dann auch baureif zu machen, dann kommen wir eben mit unseren Konzepten, innovativen Konzepten, um dann am Ende des Tages die Projektentwicklung darauf zu machen. Ich glaube, so wird dann wirklich eine Wertschöpfungskette daraus, die wirklich für alle Beteiligten Sinn macht.